So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2. Natürlich, jawohl. So, wir sind bei Iveco-Händler. Haben wir hier halt ein bisschen geschlafen. Hier konnten wir schlafen halt. Und ja. Und wir müssen eine Fracht fahren. Also, ich wurde angerufen. Von der Firma. Weiß ich jetzt gar nicht. Moment, wir müssen mal gucken. Von der Firma WKCCC. Ja, wird mal angerufen. Und wir sollen eine Fracht in die Niederlande bringen. Ja, machen wir gleich. Machen wir gleich. Wir fahren los. Holen wir uns die Fracht ab. Müssen wir mal gucken, was für eine Fracht ist. Oh ja. Fahren wir halt mal ein bisschen in die Niederlande. Niederlande. So. Sieht gut aus. Das sieht so gut aus. Oh. Biege nach links ab. Da kam noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Na, biege nach rechts ab. Müsste mal hier ein bisschen wieder alles nach clean machen, ja, oder was? Links halten und dann links abbiegen. Ehrlich, lecker. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Biege nach links ab. Ja, da fahren wir halt ein bisschen in die Niederlande. Nach Holland. Nee, sag ich nicht. Demnächst rechts abbiegen. Sag ich nicht, was wir uns da holen könnten. Nee, sag ich nicht. Biege nach rechts ab. Wir sind heile angekommen. Außer, dass es immer ruppelt. Wenn man über die Schwelle fährt. Das ist furchtbar. Kann man das nicht abstellen irgendwie? Keine Ahnung. Jedenfalls nehmen wir den Auftrag an. Und zwar, das sind... ja, genau. Was? Nitrocellulose. Müssen wir fahren. Das ist auch mit einer Eilieferung, Leute. Ah, wir mit unserer Eilieferung. Naja, die wissen halt, dass wir immer pünktlich liefern. Pünktlichkeit ist alles. Pünktlichkeit ist halt alles. Und das wissen die Firmen. Deswegen rufen die uns auch extra an. Kannst du nicht mal fahren? Und wir brauchen das dringend. Die. Was war's? Zellulose. Oder sowas. Kannst du das uns nicht mal schnell liefern? Naja. Dann mal let's go. Halt, stopp. Mal noch mal schnell auf das andere Programm. Tut mir so leid. Ja, funktioniert. Alles im grünen Bereich. Let's go. Boah, jetzt ist aber voll war der Sprit noch bei 1, also beim letzten Video bei 1,5, jetzt ist bei 1,50 der Diesel. Das ist der Wahnsinn. Krasser Unterschied. Der Schäferhund, der sitzt einfach rum. Ich müsste den eigentlich woanders hinsetzen. Platzieren meine ich. Weil er sitzt einfach um sich Fenster. Ich sehe ja nichts. Warum kommen so viele Autos? Was sind das jetzt? Hör doch mal auf jetzt. Gut jetzt. Jetzt fahren wir. Biege nach links ab.
Alter. Demnächst links abbiegen. Blöd. Biege nach links ab. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Dritte Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. So, let's go. Wie viele Stunden haben vor uns? 16 Stunden. Okay, cool. Trotzdem haben wir noch ein längeres Video. Es tut mir leid. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber jetzt machen wir doch ein längeres Video. Es tut mir leid, Leute. Tut mir so leid. Nimm die Ausfahrt rechts. Quatsch. Braucht man nicht. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Da wollte er mich noch überholen. Immer geradeaus. Entschuldigung. Das Lenkrad, wie gesagt, ist echt wie leicht gestellt. Ach nee, 18 Stunden waren das, Leute. Jetzt sind wir bei 17,5 Stunden. 18 Stunden müssen wir fahren. Ach so, hey, das stand doch gar nicht in dem Fachbrief drin. So lange. Da stand doch, glaube ich, bloß, weiß nicht, 16 Stunden oder irgendwie sowas. Ja, jetzt sind es auf einmal 18 Stunden. Wahnsinn. Stand, glaube ich, 16 Stunden oder sowas. Aber jetzt machen es auf einmal 18 Stunden. Okay, gut. Und da. Wie gesagt, wenn ich auf dem Multiplayer spielen würde jetzt, könnte ich Gas geben und könnte Feuer frei machen. Aber spiele ich ja nicht. Spiel ja Offline-Modus. Da gibt es nicht feuerfrei. Da hast du nur die 80 km/h, die du fahren kannst. Ah ja. Ich spiele jetzt mal Promotes, aber wie gesagt, kannst du nicht feuerfrei machen. Ne? Könnte man auch, aber da müssten wir einen Haufen Strafen kassieren. So, das wollen wir ja nicht. Na gut, ich fahre jetzt 4 km/h schneller als erlaubt, aber das ist ja auch nicht tragisch. Glaube ich.
Hey, du warst gerade langsamer. Jetzt bist du. Jetzt fährt er aber immer schneller. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts. Toll. Du hock. Oh no. Der Bus lässt uns rein. Das ist cool. Danke, Bus. Fahrer. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Jetzt sage nicht, wir kommen. Bitte links halten. Bitte auf die Autobahn. Ja, was ist denn das von Käse, Leute? Was ist denn das von Quatsch? Wir fahren bitte auf die Autobahn drauf, wo wir vorher waren. Ah, da muss ich das Navi mal umstellen. Das Navi läuft nämlich auf kürzeste Strecke. Oh, echt jetzt? Das ist die gleiche Autobahn, wo wir runtergefahren sind. Was ist denn das? Oh, da muss ich das Navi mal umstellen. Das spinnt da rum. Ja gut, pro Mods halt. Ne? Da spinnt das Navi halt ein bisschen rum. Fährst du mal raus? Hallo? Ne, das wollte ich nicht. Fährt er mal! Alter, war gleich rechts vorbei. Der lässt sich raus, fahr jetzt. Du Honk, der fährt nicht. Der hatte... Alter, das riecht mich auf. Da stehe ich ja noch Stunden hier. Die KI müssen wir ein bisschen immer noch ein bisschen angepasst werden. Das ist ja Wahnsinn. Hätten wir morgen noch hier standen. 5 Stunden Video. Ich habe ja an den Spielen nichts zu meckern, aber die KI immer. Das müsste mal noch eventuell ein bisschen ein klein dick mal eingestellt werden. Das wäre nicht so schlecht. Ansonsten habe ich ja nichts zu meckern. Mir gefällt alles, mir macht alles Spaß. Deswegen mache ich auch so viele Videos. Und gerade mal bei 130, nee, bei 32? 130 oder 132 Videos. Bin ich gut. Die anderen YouTuber, die haben halt, ja, die sind schon bei 1000 Videos oder über 1000 Videos oder 2000 Videos. Wenn ich da mal so immer durchstöbere, ja, kommen wir auch euch mal hin. Ich mach mal. Nee, ist schon. Die ist schon nicht mehr. Weil die schon ist, aber ist ja eh bald vorbei, ne? Wir haben schon wieder bald Dezember. So. Apropos Dezember. Ich hab da schon wieder ein Planning im Kopf. Ich weiß bloß noch nicht, ob ich das umsetzen kann. Weiß es noch nicht. Deswegen verrate ich dabei noch nichts. Aber ich habe für Dezember eigentlich einen schönen Plan. Gerade was Weihnachten angeht und so. Habe ich da einen schönen Plan. Ja, mal sehen.
Aber da hinaus verrate ich mal noch nichts. Noch nichts. Weil dann geht es wieder nicht, dann geht es wieder schief. Dass es nicht funktioniert. Und da werde ich dann von euch dann wieder geschimpft. Ja, du wolltest und du wolltest. Ja, das ist wie mit den Gewinne, ne? Was ich machen wollte. Das werde ich auch noch machen. Weil wir sind ja jetzt weit über die 400 Abonnentenzahl. Mache ich noch. Aber ich habe immer noch keinen Plan, wie und was, wo, wann. Ich habe noch keinen Plan. Wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, dann könnt ihr mir das mal sagen. Ich habe zurzeit überhaupt keinen. Wow. Zeitgefühl habe ich zurzeit null. So, wir müssen bald wieder schlafen, aber wir versuchen mal die mal auszureizen. Die Schlafzeit, meine ich. War echt auszureizen. Also, der war die ganze Zeit schneller. Na, jetzt biegt er ab, ey. Nur weil er abgebrochen ist. Auf immer so langsam. Huch, Gottchen. Der PKW wird doch nicht mehr nicht sagen. Alter. Alter. Sorry, das war meine Schuld. Das war meine Schuld. Definitiv. Boah. Das kam jetzt überraschend. Es tut mir leid. Oh mein Gott, das kam jetzt echt überraschend. Alle Autos fahren wieder, okay, gut. Oh, so schnell wollte ich eigentlich. Oh, ach Gottchen. So schnell wollte ich eigentlich gar nicht fahren. Oh, ich beginne nicht. Hör auf. Komm, Bremse. Ja, ihr müsst ja was zu lachen haben, ne? Wenn ihr das Video anguckt. Einfach nur so fahren. Ja. Das kann jeder. Ich habe das wirklich nicht gesehen. Tut mir leid. Ja, wir reizen das mal aus mit den Schlafen. Sind wir bei 13:40 ungefähr Stunden noch? Ja, wir reizen das mal aus, bis die Meldung kommt und dann gehen wir schlafen. Weil ich versuche mal hinzubekommen, dass wir nur einmal schlafen müssen.
Wie gesagt, ich spiele nicht auf Multiplayer, ne? Deswegen ist es halt so. Multiplayer, da könnte man durchfahren, da wäre das innerhalb von 30 Minuten erledigt gewesen. Aber will ich nicht. Versuche immer noch meine Let's Plays auf den zum Normalmodus zu halten. Aber mittlerweile bekomme ich auch mit, dass wir echt mal längere Fahrten machen sollten. Dann sollten wir das auch mal tun auf dem Multiplayer halt. Was weiß ich, Sims 1, Sims 2 oder Pro Mods, ist ja wurscht. Da können wir durchfahren, da brauchen wir bloß Becks Tankanzeichen und so. So ist der Bus jetzt auf einmal schneller. Der Bus darf ja nicht schneller fahren. Bitte links halten. Wieso fährt hier ein Bus schneller? Versteht man. Man weiß es. Immer noch in Deutschland eigentlich? Ja. Oder so. Ach ja, stimmt, da auf dem Bus. Deutschland darf ja bis 100 fahren. Okay, alles klar. Ich war schon wieder auf Amerika Truck Simulator, ne? Es tut mir leid. Ich hupe mal. Langsam wird's knapp, ne? Schlafen und so. Wir reizen das mal aus. Ihr seht das zwar nicht, weil ich das mein Heiko-Logo da habe. Aber wir sind schon, ja, ganz gut dabei. Echt ganz schön dabei. Also bald müsste Lampe kommen und sagen, ja, sie sind übermüdet. Ich glaube, eine Stunde können wir noch fahren, glaube ich. Stunde, ja gut, das ist noch bei 10 Stunden. Ja, funktioniert. Müsste eigentlich funktionieren. So. Nein, er geht jetzt schon. Er geht jetzt schon. Ist keine Stunde mehr. Er geht jetzt schon. Also nächster Rastplatz muss uns gehören. Uah, Gottchen.
da kommt übrigens die blöde Musik, weil, wie gesagt, das ist eine dringende Lieferung. Geil. Alles richtig gemacht, Heiko. Alles richtig gemacht. Ja, doch. Ist doch kein Schlafplatz da. Brauchst nicht mehr gehen. Ich weiß es. Ich weiß es. Oh Gottchen. Aber im Normalfall hätten wir ja... Achso, es waren ja 18 Stunden. Ja. Entschuldigung. Nee, haut hin. Och Gottchen. Ja, haut hin. Haut hin. Tut mir leid, ich gerade gehustet habe. Oh, das Bettchen ist knallrot. Ihr seht's nicht, aber das Bettchen ist knallrot. Also, wir brauchen echt einen. na, sag mal gleich. Einen Rastplatz. Oh mein Gott. Ja doch, hört doch auf jetzt. Wir wissen es doch. Aber hier ist doch kein Rastplatz. Wo soll ich denn schlafen gehen? Manu. Fahr doch nicht in der Bumper und schlaf da. Ja, furchtbar. Ja, wir müssen rechts ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, weiß ich. Biege nach rechts ab. Alter! Oh, da geht aber unter Eisen. Der war gerade noch übelst schnell. Man hätte gar nicht in Eisen gehen müssen. Oh, Erfolgung. Bitte links halten. Denke ich auch danken, ne? Naja, gut, ne. Okay. Ja, doch. Könnte mal gleich die Verbindung machen. Wenn wir Rastplatz finden. Denn der hier. Ja, ich weiß. Ist aber kein Rastplatz in der Nähe, Mensch. Daher. Was soll ich machen? Weil. Der war langsamer wie wir.
Ja, ist kein Schachplatz. Nix. Kann man nicht schlafen. Alter, jetzt überholt er uns. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Da führt. Alter, das ist schon wieder so ein Fick. Wir kommen bitte auf die gleiche Autobahn. Bitte links halten. Was ist denn das noch? Ich muss das wieder umstellen mit dem Navi. Das ist ja. Die ganze Strecke ist der größte Käse bei einer Pro-Mod. Wir kommen bitte auf die gleiche Autobahn. Was ist denn das noch vom Bullshit? Müssen wir das mal umstellen? Aber glaube ich nicht die kurze Strecke nehmen, sondern die schnellste Strecke. Oh, muss ich das bei Navi mal umstellen? Du hast Plätze sind ja mangelhaft, oder? Ja, heftig. Hey, hier kommt ein Rastplatz. Cool. Neue Route finden. Von geradeaus. Um gehen neue Route. Immer geradeaus. Nee. Bedanken. Nicht geradeaus. Erstmal danke. Würde ich mal sagen. 1,27. So, da. Ist aber da, ja. So, jetzt suchen wir uns den Schlafplatz. Ja, zieht er vorbei? Nee, er lässt uns raus. Ja. Neu berechnen. Immer geradeaus. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen schlafen, Helga. Zumindest wir müssen schlafen. Ups, mal raus. Ach Gottchen. So ihr Lieben, ich gehe mal schnell auf Toilette. Es tut mir leid, mitten im Video sowas zu machen, es tut mir leid.
So, da bin ich auch gleich wieder. Wir schlafen schnell. Dass es auch gleich schnell wieder vorangeht. Aber. Mein Fuß. So, let's go. Sechs Stunden, 6,5 Stunden haben wir noch. Ja, kriegen wir auch noch hin. Und wir haben Nacht. Jawohl. Jawohl. Warum nicht? Ups. Ja, aber kleines, längeres Video wird das auf definitiv. Weil sind schon bei 37 Minuten. Ja, deswegen geben wir noch ein bisschen Gas. Dass es nicht allzu lang wird. Weil ich wollte es diesmal nicht schneiden, ne? Also gehen Teil 1, gehen Teil 2 machen. Wer sich das angeguckt hat bis zum Schluss. Respekt. Respekt. Wieso steht da jetzt 7 Stunden? Das stand ja nicht gerade 6 Stunden noch was. Jetzt steht auf jeden Fall, also wie gesagt, ihr könnt es ja nicht sehen durch mein Heiko-Bild. Vorhin stand da 6 Stunden. Jetzt steht auf jeden Fall 7 Stunden. Was ist denn das? Ich muss das Navi wieder definitiv umstellen. Also es kommt mir irgendwie kürzeste Fahrt oder nee, warte mal, schnellste Fahrt? Nee. Kürzeste Fahrt kommt mir irgendwie vor, als wenn die länger dauert als die schnellste Fahrt. Oder schnellste Strecke, Entschuldigung. Also ihr wisst schon, was ich meine. Weil es stand gerade noch, wo wir von Schlafen zurückgekommen sind, auf der Autobahn drauf gefahren sind, stand 6 Stunden und eine Bahn 30. Jetzt steht 7 Stunden und eine Bahn 30. Wie soll denn das funktionieren? Ah ja. Wir müssen es nicht ändern. Wir müssten eigentlich hier ab, oder? Gehe ich mal davon aus. Immer geradeaus. Ach so. Oh, Alter, die riecht mich auch auf. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Mach mal, Helga. Mach mal. Nimm die Ausfahrt rechts.
Gas geben. Los geht's. Wir fahren in den Morgengrauen. Morgengrauen. Ja. Wir haben es 3 Uhr nachts. Und da vorne wird es wieder hell. Morgengrauen, genau. Müsst aber wissen, ne? Ich nehme das Video gerade auf. Bin hundemüde. Alter. Bleib doch gleich stehen, du Affe. Alter. Bin hundemüde. Immer geradeaus. Und noch nichts gegessen. Na, wie immer. Nichts gegessen. Wie immer. Die Konzentration lässt echt nach, sehe ich gerade. Oh mein Gott, aber ich will das Video noch beenden. Weil ich will diesmal keinen Cut machen. Ich ziehe jetzt einfach vorbei. Reich mich auf. Immer geradeaus. Wenn der wieder abgebogen ist, da war die ganze Zeit schneller und dann, wenn der ab, wenn die abbiegen, dann gehen die voll in die Eisen. Bin ich so doof. Und ganz starr austrudeln lassen. Uiui. Das wird echt ein langes Video.
Wir haben noch, boah Gottchen, ich habe auf die Zeit geguckt. Über 5 Stunden haben wir noch Zeit. Fahrzeit meine ich. Immer geradeaus. Ich gebe jetzt mal Vollgas, Leute. Es tut mir leid. Sonst wird das Video ewig. Zumindest sind wir schon mal bei 4,5 Stunden, die wir noch fahren müssen. Immer geradeaus. Ja, ich sollte solche Touren eigentlich mal fahren. Multiplayer, ne? Zwecks Strafmodus und so. Oh, ich bin echt down, Leute. Es tut mir leid. Ich bin echt down. Ein paar Videos schon aufgenommen. Dann noch das Licht erspielen. Oh Gottchen. Von Rallye. Immer geradeaus. Oh ja, nicht mal irgendwas mit einer Fähre oder so. Wo wir Zeit sparen können. Glaube nicht, ja. Normalerweise darf ich das Video eigentlich gar nicht hochladen. Hundemüde. Betränt die Augen. Wächst wenig Schlaf und so. Eiere hier nur rum. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Konzentration ist weg, Leute. Kann du machen, was du willst. Hier ist weg. Die ist definitiv für euch. Oh Gottchen.
Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Tut mir leid. Ja, setzen wir jetzt mal über. Ich wollte schon sagen, müssen ja irgendwo mal übersetzen. Boah, wo müssen wir eigentlich hin? Hier haben wir drei möglich. Ich glaube hier hin, ne? Ich glaube dahin. Route neu berechnen. So. Nie kommen. Haben wir noch 5 Minuten? Nee, echt jetzt? Boah, wir hatten sowas gebaut hier. Immer geradeaus. Erzähl doch nicht so einen Käse, wir müssen immer geradeaus. Erzähl doch nicht so einen Quatsch. Was sind du für Käse? Wo häng ich? Bingo. Das wäre mal eine Tour. Vom Konvoi. Der Wahnsinn. Biege nach links ab. Den Blick aus. Immer geradeaus. Ehrlich? Hast du vorhin schon gesagt? Hätten wir durch die Leitplanken fahren müssen. Oder die Betondinger da. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Uff. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So Leute, das ist so eine Weg auf Tour geworden ist. Es tut mir so leid. Das tut mir echt leid.
Es tut mir echt leid, dass es so eine lange Tour geworden ist. Gut, ihr Lieben. Warte mal, Mutter aus hier. Gut, ihr Lieben. Somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch und allzeit gute Fahrt. Tschüss. Yeah.